Guten Morgen, guten Mittag und schon guten Abend, Leute. Ich bin Jack von Jack in the Game und willkommen zurück zu Sherlock Holmes, die Spur der Erwachten. Ich habe herausgefunden, dass er gefehlt hat und es war ehrlich gesagt sehr bedeppert. Ich habe nochmal nachgeguckt in jedem Haus, jede Spur angeklickt und ich habe anscheinend eine Spur vergessen. Ich bin nicht mal übers Googeln und haben Geld oder sowas. Ich habe einfach nur diese eine Spur hier noch. Die Leiche wurde hinter dieser Tür hervorgezogen. Angucken sollen. Danach ging eine Katze hin und dann sind wir nach oben gegangen, beziehungsweise im Schlafzimmer. Und Holmes hat einen Safe gefunden. So. Und ich tippe mal, das Safe hat. Also das sind 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 Zahlen. Sehr interessant. Kombination Schloss. Scheiße. Ich frage halt jetzt, wie kommen wir da ran? 12 Zahlen. Oh. Wo ist denn das? Ah, hier. Diese einseitige Uhr aufzuziehen, müssen sie die Zahlen finden, die ihnen auf der entsprechenden der gleichen Logik folgen. Drei, neun, zwei, drei. 14 und 7, 2. Lass mich überlegen. Die Logik. Ist das 203 drin, 207, 309, 410? Vielleicht wie viel man rechnen kann? 1 und 2? Nein. 2 mal. In der 3. 2 mal in der 3. 2 mal in der 7. Lass mich überlegen. Viermal in der 10. Warte mal. Zweimal in der 3. Es ist zweimal. Was wenn jetzt die Zahlen sind, wie viel man mal rechnen kann, um das rauszukriegen? Das würde dann eher Sinn ergeben, weil es gibt nur zwei Kombinationen halt. 1 mal 3 und 3 mal 1. Nein, das ist dumm. Ja, das ist doch richtig. Das ist doch richtig dann. Das heißt, 1 mal 1 ist 1. Und nur einmal 1 geht rein. 1 mal 2. Und 2 mal 2, 2. 1, 2, 2. 1 mal 4. 1 mal 4. Zweimal 2. Warte kurz. 1 mal 3. 3 mal 1. Oder? 1 mal 7. Und 7 mal 1. Dann mal halt. 3 durch 3 oder 3 durch 1? 1 durch 1. 1 durch 2. 2 durch 1. Okay, warte mal. Wir testen mal aus, okay? 1, 2, 2. 3? Eins, zwei, zwei, drei?
Dann heißen das das... 1, 2, 2, 3. Oh, es resetten sich uns selbst. Ach Mann. Okay. 1, 2, 2, 3. Oder doch eher 1, 2, 2, 2. Eins ist nur teilbar durch 1. 2 ist teilbar durch 1 und durch 2. 3 ist teilbar durch 1 und durch 3. 4 ist teilbar durch 1, durch 2 und durch 4. 5 ist teilbar durch 1 und durch 5. 6 ist teilbar durch 1, 2, 3 und 6. Okay, ich muss das gerade mal einprägen. Ich habe mal mein Handy neben mir. Und schreibe mal jetzt auf, okay? Leider nicht, weil ich keine Facecam drin habe diesmal. Aber generell auch erstmal für einige Zeit erstmal nicht. So, 1, 2, 2. 1 durch 1 ist 2, das ist einmal. 1 durch 2 ist 2. Und 2 durch 2. Und die 3 war zweimal, genau. 4, 1 durch 4, 2 durch 4, 4 durch 4, 3. 1 durch 5, 5 durch 5, 2. 1 durch 6, 2 durch 6, 3 durch 6, 6 durch 6, 4. 1 durch 7, 7 durch 1, 2. 1 durch 8, 2 durch 8, 4 durch 8, oder 1 durch 8, 2 durch 8, 4 durch 8, 8 durch 8, 4. 3, 1 durch 9, 3 durch 9, 9 durch 9, 3. 1 durch 10, 2 durch 10, 5 durch 10, 10 durch 10, 4. Das heißt also, warte mal kurz, das ist 2, 4, die 3 von der 9, die 4 von der 10. 1 durch 11, 1. 11 durch 11. Okay, es ist 2. 1 durch 12. 2 durch 12. 3 durch 12. 4 durch 12. 6 durch 12. 12 durch 12. Das heißt 6. Da müsste der Code also heißen. Sehr interessant. 1. 2. 2, 3, 2, 4, 2, 4 und dann 3, 4, 2, 6, 3, 4, 2, oh mein Gott. Nichts kann einen erfinderischen und logischen Geist aufhalten. Oh, ich hasse Mathematikaufgaben in der heutigen Zeit. Bah, nur eine Luftdruckpistole. Ich hätte große Schwierigkeiten, damit einen jungen Vogel vom Ast zu schießen. Außerdem ist sie nicht einmal geladen. Bah, nur eine Luftdruck... Ja, und? Mitnehmen. Na gut. Warte mal, der Schlüssel für ist denn der gut? Schlüssel. Oh, warte mal. Ah, oh. Watson, dieser Schrei, da geschieht etwas. Das muss aus den Ställen kommen, Holmes. Okay, laufen Sie, Watson, los. Los, rüber zu den Stellen. Ich
bis die gute Frau ist. Sie haben die Tür verriegelt. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen sie aufbrechen. Schnell, Watson. Wir müssen etwas finden, das als Rambock dienen kann. Wir müssen rasch handeln, Holmes. Ja. Watson, das hier könnten wir als Rambock für die Tür benutzen. Das muss aus den Ställen kommen, Holmes. Ich weiß, wir sind schon dran, ne? Alles klar. Watson, kümmern Sie sich um sie. Warten Sie, Holmes. Es wurde eine Nachricht an dieser bedauernswerten Frau befestigt. Glauben Sie, in dieser Stadt ist das Leben eines englischen Detektivs mehr wert als das eines schwarzen Dienstmädchens? Letzte Warnung, Mr. Holmes. Scheiß Sheriff schon wieder. Holmes, sie steht noch unter Schock. Ich muss bei ihr bleiben. Alles klar, Watson, aufpassen. Wie geht's nach oben jetzt in dieses Jagdzimmer? Hoch ins gute Jagdzimmer. So, was haben wir denn hier Schönes? Sehr viel zur Erkundung, sehe ich gerade. Ach, meine Güte. Bestimmt befindet sich etwas hinter diesem Fresko. Dieses Loch muss zu einem Mechanismus gehören. Vielleicht. Bestimmt befindet sich etwas... Mechanismus, sagt er. Ja, hier ist etwas. Ja, hier ist etwas. Merkwürdige Zeichnung. Da steht... Nur die besten Revolverhelden verdienen die besten Waffen. Besten Revolverhelden? Meine beste Trophäe. Was steht hier? Meine beste Trophäe. Ein merkwürdiger Jäger, dieser Arneson. Ein herrliches Stück. Ich muss sagen, das ist der Höhepunkt dieser Ausstellung. Aber das könnte mir noch nützlich sein. Arneson sollte auf diesen Bildern zu sehen sein. Arneson sollte auf diesen Bildern... Ah, okay. Warte mal, liegt noch was. Man muss in dieses Loch schießen und dabei auf der Steinplatte stehen, die den Mechanismus auslöst. Aber die Pistole ist nicht geladen. Ich werde einen anderen Weg finden müssen. Und zwar allein, da Watson bei dieser armen jungen Frau bleiben muss. Genial. Wenn man auf dem Stein steht, wird ein Mechanismus aktiviert. Warte mal, was? Ah. Dieser Arneson hat wirklich Sinn für Humor. Er und seine Freundin stehen sich sicher sehr nahe. Vielleicht hat sie Informationen. Stimmt. Dieser Arneson hat... Okay, wir müssen die Pistole irgendwie laden, aber mit was denn? Die Pistole, mit was laden wir sie? Also ich hätte wären jetzt Nägel. Bah, nur eine Luftdruck. Das kann ich nicht. Okay, das kriegen wir nicht auf. Genial. Wenn man auf dem Stein steht, wird ein Mechanismus aktiviert. Oh. Bestimmt befindet sich etwas. Dieses Bild ist unheimlich. Bestimmt befindet sich etwas. Du musst reinschmeißen halt, ne? Bestimmt befindet sich etwas. Es wird ein Mechanismus betätigt. Durch das Bild.
Hübsche Zitronen. Komm halt. Hübsche Zitronen. Okay. Hübsche Zitronen. Bestimmt befindet sich etwas. Ah! Nichts kann einen erfinderischen und logischen Geist aufhalten. Oder hier unten, der einfach alles versucht. Okay. Jetzt wird's spannend. Aschmann hat versucht, diese Männer, die unsere Sprache nicht sprechen, kennenzulernen und sich mit ihnen anzufreunden. Hauptsächlich sind es Chinesen, Indianer von unterschiedlichen Stämmen und Afrikaner. Er sagt, er möchte ihnen die Sprache beibringen, sodass sie vielleicht eine andere Arbeit finden können. Aber wo? Colin hat wie am Tor mit einem fremden Sprachgärtner. Hat Colin ein gutes Gedächtnis und ein gutes Ohr. Hier ist Gespräch, soweit er sich daran erinnern konnte. Suche nach den Netzen des alten Sam. Fahren Sie am Teufelsfelsen vorbei. Biegen Sie vor der Quallenbaum links ab. In dieser Nacht werden Sie nicht hungrig sein. Singen Sie den Ruf hoch und kräftig, damit Sie sie erkennen. Ein Fischer erzählt mir, dass er oft spät abends allein im Sumpf war und gepflegt aus und ist morgens nie da. Ich bin sicher, dass dort im Sumpf etwas Wichtiges verborgen ist. Seitdem ist Aschmat distanziert und vorsichtig. Ich sage, was ich wissen will, werde ich Ihnen bei Gott dieser erzählen. Okay. Irgendwas in der Nacht. Teufelsfelsen und Quallenbaum. Wie trostlos. Der Sumpf. Wir müssen uns beeilen, denn heute Nacht müssen wir unbedingt dorthin. Alles zu seiner Zeit. Zuerst muss ich Watson finden. Briefagentur Northwood, Boston. Weiter her, ich habe Ihren Brief mit großer Überraschung und großem Interesse gelesen. Die Verbindung zwischen Ihrem Angestellten und der Angelegenheit, die uns beschäftigt, ist kein Zufall. Oh, die Agentur Northwood, das war doch der Privatdetektiv, genau. Ich habe einmal unsere Kunden garantiert, Ihre Angebot und Breite. Sie akzeptierte es ohne Bedingungen. Sie wissen ja, die Rückerstattung der gestohlenen Waren ist nicht unser einziges Ziel. Ist natürlich angestellt, den Sie bereits kennengelernt haben. Gerade in Europa seien Sie versichert, dass Sie bei Ihrer. Ja, der verantwortliche Angestellte, der Typ, der tot ist. Bitte uns Bescheid. Alles klar. Sehr interessant. Dieselbe Frau wie auf dem Trophäenfoto. An Errol, meinem Liebling, dieser Strauß wird für immer Symbol unserer Liebe sein, Lucy. Oh, deshalb brauche ich Blumen. Ah. Ein Schuss aus diesen Waffen würde einen Elefanten erledigen. Leider ist das Metallgitter zu stabil, um einzubrechen. Das kann ich nicht. Was anderes habe ich halt nicht. Sinn. Ja gut, Watson. Gucken wir mal, was er für uns hat. Hübsche Zitronen. Okay, der Zitronenbaum war nicht für die Mücken da. Okay, das ist lustig. Ich denke jetzt, was es für die Mücken da ist, eine Tür. Oh mein Gott, ich darf schon. Vielleicht ist es an der Zeit, sich um diesen jungen Mann zu kümmern. Alles zu seiner Zeit. Zuerst muss ich Watson finden. Boah, dieses Rausgucken aus der Ecke hat mir gerade so langsam gejagt. Alter. Alter Verwalter, du. Alter Walter. Watson, lesen Sie das. Es wirft Licht auf ein finsteres, böses Unternehmen. Werter Herr, ich habe Ihren Brief mit großer Überraschung und großem Interesse gelesen. Die Verbindung zwischen Ihren... Okay, das habe ich schon gesehen. Arneson stand in Kontakt mit der Agentur Northwood. Er wollte Sie über die Aktivitäten von Aschmat informieren, aber... Warum? Weil sein Diener heimlich genau den gestohlenen Schmuck verkaufte, nachdem diese Agentur suchte. Wie geht es ihr, Watson? Sie wird eine Weile kaum sprechen können. Sie ist nur knapp davongekommen. Kann sie gehen? Ja. Warum fragen Sie? Kommen Sie mit. Ihr Bruder ist hinter dieser Tür, Fräulein. Er ist verwundet, aber nur oberflächlich. Es ist extrem wichtig, dass er schnell diese Tür öffnet. Können Sie ihn rufen? Vielleicht lockt ihn das heraus. Davy. Junger Mann, ich weiß, dass Sie mich hören und verstehen können. Wir sind auf Bitten Ihrer Schwester hier, die jetzt bei uns ist. Sie macht sich große Sorgen um Sie, und das zu Recht. Der Mann neben mir ist Arzt. Er wird sich Ihre Wunde ansehen und Ihre Schmerzen lindern. Bitte kommen Sie heraus, dann wird alles gut. Mach die Tür auf, Davy. Dieser Gentleman sagt die Wahrheit. Komm schon.
Mach die Tür auf für Jula. Fräulein, Sie sollten etwas zu essen für Ihren Bruder besorgen. Er muss sehr hungrig sein. Sind Sie fertig, Watson? Ja. Sehr schön. Bitte haben Sie Verständnis, mein junger Freund, und auch Sie, Miss Jula. Wir sind hier, um eine Angelegenheit zu lösen, bei der das Leben vieler Menschen auf dem Spiel steht. Außerdem haben wir nur sehr wenig Zeit, um Sie zu retten. Zu Ihnen, junger Mann. Sie wissen einige sehr wichtige Dinge. Sie müssen uns alles sagen und nichts auslassen. Aber wovon? Hören Sie mir zu, ich will Ihnen eine Geschichte erzählen. Davy, vor 5 Tagen wurden Sie durch Geräusche aus dem Esszimmer geweckt. Zuerst hörten Sie die Stimme des Gärtners und dann einen lauten Schlag auf den Boden. Sie standen auf und nahmen die Kerze, die schon brannte. Dann gingen Sie in das Esszimmer. Auf dem Weg fanden Sie etwas auf dem Boden und hoben es auf. Es war wahrscheinlich ein Stück Papier. Danach gingen Sie zur Tür des Esszimmers und sahen die Leiche von Colin, dem Gärtner, in einer Blutlache. Außerdem sahen Sie Ashmark, den anderen Diener, der Mr. Arneson, anscheinend tot, zur Tür schleppte. Ashmark sah Sie, stach mit dem Messer nach Ihnen und erwischte Sie am Arm. Als er sah, dass sein Stich Sie nicht getötet hatte, hob er sein Messer, um erneut zuzustechen und den einzigen Zeugen seines abscheulichen Verbrechens zu beseitigen. Aber etwas lähmte seine Hand. Der Gegenstand, den Sie aufgehoben hatten, war weitaus wichtiger. Er hielt inne, um ihn zu entreißen, was Ihnen die Gelegenheit verschaffte, wegzurennen und sich in Ihrem Zimmer einzuschließen. Aber wenn Sie dabei waren, warum haben Sie nichts getan? Mr. Holmes war nicht dabei, Fräulein. Aber wenn er sagt, dass die Dinge so waren, sollten Sie ihm ohne einen Zweifel glauben. Dann sind Sie so etwas wie ein Zauberer. In gewisser Weise. Davy. Sagt dieser Mann die Wahrheit? Ist es so gewesen? Die guten Männer haben uns beide gerettet. Tu, was er dir sagt, Davy. Hören Sie auf Ihre Schwester, junger Mann. Also, Davy, können Sie sich daran erinnern, was auf diesem Stück Papier stand? Denken Sie genau nach. Watson, Ihr Notizbuch. Achten Sie auf alles, was er zeichnet, und kopieren Sie es genau. Okay. 6, 8, 7, 9, 5, 4, 3, 2, 1, 4. Bitte was? Länge und Breitengrade? Nein. Oder? Holmes, können wir diesen Zahlen vertrauen und einen Sinn daraus ziehen? Ich meine, wenn man das Leiden dieses Jungen bedenkt. Ach, dieser Junge. Er ist merkwürdig, nicht wahr? Watson, begleiten wir ihn und seine Schwester zu ihrem Arbeitgeber. Hier wohnen die Gallaghers. Vielen Dank. Miss Jula, wir haben Ihnen zu danken. Passen Sie gut auf Ihren Bruder auf. Watson, wir müssen uns beeilen. Der Feind ist nah und wir müssen noch einen weiteren Ort untersuchen. Ja, Watson, wir müssen hier hindurch. Bevor wir uns weiter voranwagen, müssen wir einen Schutz vor dieser gnadenlosen Insektenhorde finden. Warten Sie hier auf mich. Ja, wir hätten den Zitronenbaum vielleicht nehmen sollen. Holmes. Ich sag mal jetzt nur so, also. Ist kein. Aber. Ne? Ich mein. Das wird sich sicher als nützlich erweisen. So, kann ich die Zitrone? Okay, kann ich das jetzt? Oh, nein. Okay. Kann ich da reingucken? Nö. Wäre auch zu einfach. So. Watson, los geht's. Watson, reiben Sie sich mit Zitronensaft ein. Er wird Sie vor den Mückenstichen schützen. Kennen Sie einen ähnlichen Trick, um das Eindringen von Kugeln zu vermeiden? Den werden wir nämlich bald brauchen. Ja, ja. Ah, gut, Watson. Ah, sieh mal an. Mehr Blut. Und ein Steg. Wasser. Ein Fluss. Watson, ich glaube, sie ist auf einem Krokodil geritten. Ein Boot hat hier gewartet. Watson, anscheinend führen alle Spuren in den Sumpf. Wie kommen wir dorthin? Champagne.
Hi. Den guten Champagne, Holmes. Watson, wir müssen uns beeilen. Was halten Sie davon, Holmes? Okay, ich muss... Keine Ahnung. Ach, guck mal, jetzt kann ich das untersuchen, oder? Hier gibt es Anzeichen eines Kampfes. Vielleicht hat Arneson das Bewusstsein wiedererlangt und sich gewehrt. Blut, und zwar in großer Menge. Diesem Busch fehlen die unteren Blätter und er ist ein wenig herausgerissen. Jemand hat sich am Gestrüpp festgehalten und wollte nicht wieder loslassen. Sein Gegner konnte ihn wegen seines festen Griffes nicht bezwingen und muss seine Hand abgetrennt haben. Ich würde sagen, die rechte. Wie furchtbar! Ich würde eher sagen, wie entschlossen. Warte mal, es heißt also... Oh... Die Waschbären. Die Waschbären haben die Hand. Oder? Bestimmt. Waschbären? Waschbären. Oder was? Obwohl, warte mal. Laufen Sie, Watson! Laufen Sie! Ey, dieser Scherz hat auch einen Knall, ey. Aber doch nicht die Waschbären. Warum denn der Artikel Waschbären? Verstehe ich nicht. Wir haben sie abgehängt, Holmes. Bestimmt nicht, Watson. Sie gaben die Verfolgung erst auf, als sie sahen, dass wir auf den Hafen zuhielten. Offenbar haben sie Befehl, Eindringlinge nur im äußersten Notfall zu töten. Soll mich das beruhigen? Ja. Warte mal ganz kurz. Wir können nochmal mit der guten Frau da rumreden. Die war da vorne da und die sah aus wie die auf dem Foto. Guten Abend, ihr Süßen. Ihr wollt ein bisschen Spaß haben, ja? Ja. Nun... Ja. Nein, Madame, wir sind hier, um einer ihrer Damen diesen Blumenstrauß zu geben. Sie wissen, von wem ich rede. Wir müssen ihr etwas sehr Wichtiges sagen. Guten Abend. Haben Sie diese Blumen gebracht? Wer sind Sie? Was ist mit... Mr. Arneson? Wir wissen noch nicht genau, was mit dem Gentleman passiert ist. Aber wir sind hier, um es herauszufinden. Hören Sie, Miss... Lucy. Meine liebe Miss Lucy, mein Freund und ich sind extra aus England angereist. Sie haben uns heute Morgen vielleicht mit dem Sheriff zusammen gesehen. Arbeiten Sie für ihn? Nein. Tatsächlich verdächtigen wir ihn, unsere Ermittlungen zu behindern. Unser Fall hat entfernt mit Mr. Arneson zu tun, also sind wir zu seinem Haus gegangen, um mit ihm zu sprechen. Dort haben wir Beweise gefunden, dass er entführt und dass einer seiner Diener ermordet wurde. Entführt? Aber warum? Ich weiß es nicht, aber die Zeit läuft uns davon. Bitte erzählen Sie uns, was Sie über Mr. Arneson wissen. Und lassen Sie nichts aus, Miss Lucy. Selbst die unbedeutendste Tatsache könnte von großer Wichtigkeit sein. Er ist so ein netter Mann. Und er hatte versprochen, dass wir im Herbst heiraten. Kam vor etwa 2 Jahren nach New Orleans. Er ist Jäger und wollte nur ein paar Wochen bleiben. War hinter etwas in den Sümpfen her, weiß der Himmel was. Dann begegneten wir uns hier. Ich hatte gerade erst hier angefangen, wissen Sie? Madame sagte, sie würde mich nur gehen lassen, wenn all meine Schulden und eine Entschädigung für mich bezahlt würden. Vor ein paar Wochen sagte Errol, ich meine Mr. Arneson, dass sie die Lösung hätte. Vielleicht hatte er das Geld und wurde von Leuten entführt, die es darauf abgesehen hatten. Für die meisten hier in der Gegend wäre das ein kleines Vermögen. Und Sie wissen, wo er es versteckt haben könnte? Oh, das Geld ist mir egal. Wenn ich dafür Errol zurückbekomme, gebe ich es gerne her. Er hat mir einen Geheimraum im ersten Stock gezeigt. Er schießt mit einer Pistole, um ihn zu öffnen. Er sagt, dass nur ein guter Schütze das schafft. Hinter der Wand ist ein Schrank mit Waffen und einem kleinen Kästchen hinter einem großen Gewehr. Da ist sein Geld drin. Um die Schranktür zu öffnen, benutzt er den Siegelring, den er an der rechten Hand trägt. Aber wie kann Ihnen irgendwas davon helfen? Sie haben ja seinen Ring nicht. Sie haben uns mehr geholfen, als Sie glauben, Miss Lucy. Wenn Mr. Arneson noch am Leben ist, bringen wir ihn zu Ihnen zurück. Kommen Sie, Watson. Die rechte Hand. Die abgetrennte rechte Hand. Und jetzt, Watson, erforschen wir diesen Sumpf. Wir müssen diesen Fischer finden, der bei den Docks, der uns Informationen gab. Er könnte uns helfen. Im Himmel. Okay. Champagne-Zwitter.
Wird das hier die Kosten für ein Boot decken? Die wurden nicht richtig gelagert. Jetzt sind sie ganz warm. Dafür kriegen sie nur die Planken von dem Stapel da drüben. Und eine ihrer Laternen. Verkauft. Was haben Sie damit vor, Holmes? Wollen Sie ein Floß bauen? Statten wir diesem Arneson einen Besuch ab, Watson. Hä, ja, aber... Wir haben noch kein Boot, Holmes. Wir haben doch gar kein Boot. Oder? Haben wir? Haben wir nicht. Die Frage ist doch dann, wie komme ich an... Wie komme ich da bitte an seinen rechte Hand an? Wegen dem Siegelring. Ich bin echt überfordert. So wie sonst immer, aber wie lange ist es nicht? Da lang auch nicht. Ich habe es schon mal gesehen. Ja, ja, reizen Sie mich nicht, bla bla bla, habe ich schon gehört. Ich habe keinen Grund, dorthin zu gehen. Okay, gut. Karte. Wären Sie so freundlich, mir zu erklären, warum wir mit diesen Holzplanken hierher zurückkommen? Wir suchen einen Siegelring, Watson. Und wie können uns diese Planken dabei helfen? Wir müssen die Hand wieder beschaffen, die ihn trägt. Also müssen wir eine Möglichkeit finden, ihren Finder anzulocken. Aber von wem reden Sie denn nur, Holmes? Waschbären! Sie meinen es gut, mein lieber Watson, aber Sie haben alles Wichtige übersehen. Die Tatsachen sprechen für sich, Watson. Der Schlüssel, der Arnesons Schrank öffnet, ist der Siegelring, den er gewöhnlich an der rechten Hand trägt. Das war genau die Hand, die einer seiner Entführer abtrennte, während der arme Mann sich an dem Busch festhielt, den wir auf dem Weg zum Fluss sahen. Zufällig werden Waschbären von Aas angezogen und finden auch oft Gefallen an glänzenden Dingen. Ohne Zweifel hat sich einer mit unserer fehlenden Hand und ihrem Ring aus dem Staub gemacht. Ich habe Waschbärspuren in der Nähe gefunden. Und zweifellos haben sie ein Nest hier in der Gegend. Finden wir die Waschbären, finden wir auch unsere Hand. So wie Sie das sagen, erscheint es ganz offensichtlich, Holmes. Es ist die einfachste Sache der Welt. Aber jetzt müssen wir einen Köder auslegen, damit der kleine Kerl herauskommt und uns zu seiner Höhle führt. Klar. Bitte was? Dialoge? Wir müssen jetzt meinen Knöpfe auslegen. Okay, gut, das brauchen wir den Schicken dafür. Gut, aber das sehen wir als nächsten Part. Dann geht es weiter mit Sherlock Holmes und der Spur der Erwachten. Bis dann haben wir schon morgen Mittag oder auch Abend. Und ich sage nur Schule mit Öle, ne? Vergesst nicht zu kommentieren, liken, subben, wenn es euch gefallen hat. Und ja, bis demnächst, ne? Bye, bye.